fangen dann noch gleich schon mal hier mit der ersten Mauer an. Oh, nein. Die wird jetzt, wie gesagt, hier alles ausfüllen. So, so. Und einmal hier komplett durchgehen. Das Haus sieht sogar schon so aus, als wenn es größer wäre als unser eigenes Haus, was wir vorne in unserem Spawnpunkt haben. Aber das ist auch logisch, weil das Haus, was ich da vorne habe, das habe ich einfach mal so, ja, spontan in ein paar Minuten hingezimmert, in der Hoffnung, die erste Nacht würde halten. Dann haben wir es ein bisschen ausgebaut. Und ja, dann sind wir jetzt hier schon fast auf dem gleichen Stand wie da vorne. Das dauert ja nicht lang. Also Häuschen bauen, das geht ratzfatz. Die Frage ist, wo machen wir die Tür rein? Wir könnten hier sogar eine Doppeltür reinmachen, ne? Genau. Machen wir eine Doppeltür rein. Und, na, so. Jetzt ziehen wir schon die Mauer nach oben. Hier vorne brauchen wir keine Fenster. Deshalb bauen wir das einfach mal zu. Und die, auf die Höhe kommt es jetzt an. Ich denke mal, ich werde wieder drei Felder machen. Nämlich, wenn wir Lust haben, können wir eine weitere Etage anbringen. Und auf diese Etage dann wird dann praktisch das Obergeschoss gemacht, wo man dann einen besseren Ausblick hat. So mit einem kleinen Balkon vielleicht, der nach vorne in die Lagune rein zeigt. Also ein kleines bisschen über das Haus drüber nach vorne. So, na, kommen wir da dran? Ne, kommen wir nicht dran. Oder, na doch, werden wir dran kommen, aber... ja, springt man hoch und jetzt kommt schon die Decke, oder zumindest fürs Erste die Decke. Den Boden, der besteht zum Moment noch aus Sand. Da werden wir den auch noch mit Planken ausbauen. Allerdings werden dazu die Planken nicht reichen. Das heißt, wir müssen noch welche herstellen und das heißt, wir müssen noch Holz sammeln. Oder zumindest das Holz, was wir haben, noch umwandeln. Ne, das wird nicht reichen. Da müssen wir nochmal ran, weil wir müssen auch noch die Decke reinziehen. Und jetzt könnten wir wieder eine Glasdecke hier reinmachen. Und wenn wir dann die Etage drüber haben, könnten wir nach unten schauen. Das können wir auch machen. Allerdings kommt jetzt erstmal die normale Decke rein. Und wir dürfen dann die Fackel nicht vergessen, weil dann, wenn es hier zu dunkel wird fürs Erste, dann würden auch hier drin Mobs spawnen und das wäre ein bisschen doof. So, ganz schnell und dann haben wir es auch schon fertig. Und ja, hier über dem Balken, über den Türrahmen wird auch noch ein Balken gezogen. Dann stelle ich mir gleich hier die Fenster. Wie machen wir das? Ich würde sagen, wir ändern das ein bisschen um. Machen hier die beiden Türen rein, dass wir hier noch aus den beiden hier die wieder rausreißen können und hier die Fenster machen. Das heißt, so, hier kommen dann die Fenster hin und hier sind dann hier ist dann die Doppeltür. So, die Frage ist jetzt, bis wie weit das Glasdach Glasdach geht. Ich würde sagen so und hier dann eventuell eine Treppe zum Hochgehen. Die Treppe wird hier hinkommen oder Treppe, ne, Leiter eher. So und hier kommt dann jetzt die Glasdecke hin. In das Haus müssten wir allerdings noch eine Crafting Box machen und das tue ich mal, das mache ich mal. Am besten hier in die Ecke rein. So. Und es wird dunkel, das heißt, wir müssen uns einen kleinen Tick beeilen. Und in dieser Crafting Box machen wir jetzt einfach mal eine Tür. Wenn ich jetzt genug Holz hätte, ich auch zwei gemacht. Aber da ich das nicht habe, habe ich wieder gelitten. So, dann ein bisschen Fackeln anbringen. Und wir haben ja noch ein Bett. Für die erste Nacht sollte das auf jeden Fall reichen. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt... Nein, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Wir müssen uns beeilen, noch etwas Holz sammeln. Erstmal die Axt holen. Oh, ein Schaf, ich dachte schon. So, schnell, 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 schnell. Und Holz sammeln. Ich kann mir gut vorstellen, dass es gleich zischen wird irgendwo um mich rum. Aber ich weiß nicht, von wo es kommt. Es ist ein großer, nein, es ist ein kleiner Raum. Einen noch, am besten einen Baum noch. Was ist mit der hier? So, und jetzt wird schon ganz dunkel. Da unten sind schon die Spinnen, da sind die Spinnen. Und wir beeilen uns wieder, um in das noch nicht fertige Haus zurückzukommen, weil es muss eine Decke rein. Ich könnte die Nacht nämlich nicht sonst drin verbringen.
Dort würden nämlich auf einmal dann die Spinnen oder was auch immer von oben runterprasseln. Nein, Quatsch. Baumstamm, Baumstamm, Baumstamm. Da sind sie. So. Gut, 60 Stück haben wir. Dann erstmal das Loch verstopfen. Das wird sich alles noch ändern. So, so, so. Das machen wir erstmal hier zu. Ganz fix. Hier vorne, das machen wir auch zu. Jetzt sollte nichts mehr reinkommen. Wenn wir die Decke noch machen. So. Gut. Das wäre es schon mal. Die Nacht müssten wir jetzt hier sicher sein, theoretisch. In der Hoffnung, wir werden jetzt nicht von irgendwelchen Mobs geweckt. Schauen wir mal. Oh je. Wie ist der hier reingekommen? Kann man ein Schwert nehmen, damit es vielleicht schneller gehen. Allerdings, wieso ist der hier drin gespawnt? Hier kann der nicht rein. Es ist auch noch Nacht, das heißt, wir haben es nicht geschafft. Da planscht ein Creeper rum. Ja. Der könnte doch gar nicht hier drin spawnen. Okay, ich mache das Licht. Hier so und probiere es noch einmal. In der Hoffnung, wir schaffen es. Schaffen wir es? Schaffen wir es? Schaffen wir es? Ja, wir schaffen es. Gut, das wird wohl dran gelegen haben, dass nicht genug Licht da war. Irgendwie finde ich es seltsam. Der Creeper ist immer noch da hinten. Creeper, Creeper, Creeper. Und eine Spinne. Die hat schon die ganze Nacht auf uns gewartet. Ja, auf dem Dach natürlich. Und der Creeper planscht immer noch weiter da unten rum. Nun ja, wir basteln erstmal in unserem Haus weiter. Fürs Erste sind wir schon mal gut ausgestattet. Ziemlich gut sogar. Wir haben das gesamte Hausgerüst gebastelt. Und wir haben auch schon die Crafting-Boxen alles da stehen. Das heißt, ein Ofen würde noch fehlen, den machen wir uns schnell. Und wenn wir den Ofen haben, dann können wir auch schon Glas herstellen. Und mit diesem Glas, wo kommt der Ofen hin? Hier. Und mit diesem Glas werden wir dann die Fenster einsetzen. In Hoffnung, das geht alles ratzfatz. Wir haben Sand. Und wir brauchen 1, 2, ein bisschen mehr fürs Dach. Na okay, das reicht fürs Erste. Das heißt, ein Holz. Mache ich es um. Das ist genial. Eigentlich wollte ich das so machen. Erstmal ein Holz reintun. Und jetzt zwei Kohle. Damit das ungefähr hinhaut. Und mit dem Glas hier würde ich jetzt dann schon mal die Fenster reinsetzen. Und in der Zeit, wo das Glas hergestellt wird, werde ich hier vorne etwas Sand einerseits abbauen und auch wieder hinsetzen. Oder zumindest das gerade machen, um den Hafen zu bauen, den kleinen. Erstmal versuchen, dass das Wasser hier anständig läuft. Dazu fehlt hier vorne noch was, muss auch noch weg. So, es will nicht so wirklich, wie ich will, gerade. Dann wird das hier vorne dran liegen. Also versucht das hier eben zu machen, falls ihr euch fragt. Oh, hier ist noch Leben. Jetzt haben wir auch noch einen. Ja. So, jetzt müsste einigermaßen das Wasser gerade sein. Nein, das ist auch wieder nicht. Hier sieht man über die Ströme rumfließen. Gut, das war nicht geplant. Deshalb werden wir mal schauen, ob wir etwas tricksen können und das hier wieder hinsetzen können. Hier eben hier ein Wasser hinmachen und uns etwas von weiter hier vorne was holen. Hier geht das nämlich wieder zu. Und hier eins hinsetzen. Und ja, das passt schon eher. Und hier vorne eins nehmen und da hinsetzen. Das heißt, hier fehlt noch was. Vor allem fehlt hier mal Sand drin. So. Und dann passt das auch schon wieder. Jetzt ist es schon eben hier. Oder, ja, sag mal so, wir haben keine Strömung. Und jetzt bauen wir das ein bisschen weiter aus. Nach hier vorne. Hier links den Weg, den könnten wir auch noch ein bisschen ausbauen, aber konzentrieren wir uns erstmal auf die Anlegestelle zumindest. Das heißt, da habe ich mir gedacht, das wird ein Holzsteg, den wir mit dem Holz basteln, das, was wir gerade gar nicht zur Verfügung haben und deshalb erstmal laufen müssen und uns welches holen. Ein Schaf steht hier oben auch noch, das hat jetzt gleich Sand im Fell oder in der Wolle. Und ja, die Setzlinge könnte ich einsammeln. Und die nächsten Bäume mir schnappen. Schnapp ich mal den hier. Und
Das können wir gar nicht aufsammeln, weil wieder irgendwas das Inventar blockiert. Und das können wir mit dem Gravel auslenken. Der Gravel kommt weg. Und ich werde jetzt erstmal versuchen, 64 von den normalen Wood zu sammeln. Das geht eigentlich ganz schnell. Und mit diesem normalen Wood werde ich dann wieder Planken herstellen und so eine Art Steg aufbauen. So mit verschiedenen Anlegestellen, wo man dann die kleinen Brötchen andocken kann. So wie man das vielleicht von Yachthafen kennt oder sowas in der Art. Das ist immer ganz interessant. Und hier, die könnte ich auch mal mitnehmen. Und ja, klar, bleibt das liegen. Zum Ausgleich setze ich mal wieder die Setzlinge. Die haben so viel hier weggenommen, dann wird das so leer. Die setze ich einfach mal zu mir wild durch die Gegend. Und wenn die weg sind, habe ich auch schon wieder Platz im Inventar, um die anderen mitzunehmen, die Baumstämme. So. Außer ich habe jetzt die eingesammelt, deshalb geht es wieder nicht. Aber jetzt geht's. So, Baumstämme einsammeln. So. Und das mit den 64 Wood sieht im Moment noch ziemlich schlecht aus, deshalb weiter axten, weiter axten. Ich axte jetzt den Wald. Oder die einzelnen Bäume. Von Wald kann man erst da oben sprechen. Die großen lasse ich stehen, das würde ewig dauern, die abzuholzen. Da muss ich noch nach oben klettern und auch noch den Rest beseitigen. So, schon wieder einer. Und gut. Ein Schweinchen. Food oder Essen brauchen wir keins. Erstens haben wir noch vier und zweitens haben wir auch eine Angelrute. Das heißt, demnächst werde ich ein klein wenig vegetarischer. Nicht voll vegetarisch, aber etwas vegetarischer. Und ich esse nur noch Fisch. Weil ganz einfach, wir müssen keine Schweine suchen. Wir sind nicht davon abhängig. Wir müssen nicht ewig durch die Gegend latschen und irgendwelche Schweinchen aufsuchen. Ja, allein schon, weil die eins vom PC sitzt. So wie ich gerade. und wir können uns einfach jederzeit Futter besorgen, wann wir brauchen. Die können wir auch noch grillen, genauso wie die Steaks, die von den Schweinen kommen. So, der ist auch noch weg. Und gut, vielleicht noch etwas Lehm, das wäre mal interessant. Oder so ein kleines, genau, was wir mit Lehm alles machen könnten. Wir haben jetzt hier ein Strandhäuschen. Wenn wir ein Strandhäuschen haben, dann angeln wir. Und wenn wir angeln, dann haben wir Fisch. Und wenn wir Fisch haben, dann könnten wir so einen kleinen Räucherofen basteln. Okay, es wird ein normaler Ofen sein, der wird einfach reingestellt. Aber außenrum kommt eine Backsteinverkleidung. Oder auf das Dach eine drauf. Dann sieht das nach Schornstein aus. Ich habe hier, wäre das interessant, so einen kleinen Räucherofen anzulegen. Also so backsteinmäßig, so verzieren, nach oben ziehen und ein paar Öfen reinstellen. Dann hätten wir so einen Fischräucherungsofen.